Borussia Dortmund feiert einen 3:2-Last-Minute-Erfolg bei Hertha BSC und steht zumindest über Nacht wieder an der Tabellenspitze. Der BVB holte zwei Rückstände auf und belohnte sich in der Nachspielzeit für eine chancenreiche, starke zweite Hälfte. Sport.de bewertet alle Akteure in der Einzelkritik. Parierte in der ersten Halbzeit zweimal stark gegen Brun Larsen, 13., 22. und holte auch Sancho Schuss aus dem langen Eck, 42. Versuchte beim ersten Gegentreffer vergeblich den abgefälschten Schuss noch zu halten, 14. und konnte bei Sagados Tor nur hinterher schauen, 47. Der Norweger konnte den Knockout wenige Minuten vor dem Ende nicht verhindern. Die erstmalige Nominierung in den Kader der deutschen A-Nationalmannschaft schien den Verteidiger zu beflügeln. Eine gute Zweikampfquote und starke Tacklings zeichneten den Auftritt des 23-Jährigen aus. Stand zudem oft goldrichtig und blockte Schüsse in brenzligen Situationen. Der Unsicherheitsfaktor in der Berliner Hintermannschaft. Attackierte Delaney vor dessen Treffer gar nicht und fälschte den Schuss obendrein unhaltbar ab. Auch Brun Larsens Chance, 22. resultierte aus einem Fehler des Niederländers. Hatte gegen Pulisic in der ersten Halbzeit kaum etwas zu tun. Verona Raya gefordert war, verteidigte er souverän und resolut. Hatte nach dem Seitenwechsel im Duell mit Sanko deutlich mehr zu tun und rannte mehr und mehr hinterher. Ließ sich zu zwei Fouls hinreißen, für die er erst die durchaus strittige gelbe und danach die gelb-rote Karte sah, 85. Ein unrühmliches Ende für eine ansonsten gute Partie. Setzte in den ersten Minuten zu einigen raumgewinnenden Dribblings auf dem rechten Flügel an. Fand immer wieder seine Mitspieler mit klugen Pässen von der Grundlinie in den Rückraum. Deutliche Defizite allerdings in der Defensivarbeit bekamen Sanko und den aufrückenden Giallo selten in den Griff. Dem zwischenzeitlichen 1:1 ging zudem ein Fehlpass Lazaros voraus. Der zentrale Mittelfeldspieler trieb seine Mannschaft unermüdlich an und dirigierte die Berliner Schaltzentrale. Verbuchte außerdem zwei gefährliche Abschlüsse und scheiterte haarscharf am Pfosten, 56. Einziges Manko, verlor das entscheidende Kopfballduell gegen Sagado vor dessen Treffer, 47. ein vergleichsweise blasser Auftritt des Spielmachers. Konnte im Spiel nach vorne nur wenige Impulse setzen und sammelte nicht so viele Ballkontakte. Seine wichtigste Aktion, flankte Weigel den Ball an die Hand und holte so den Strafstoß heraus, der zum 2:1 führte, 35. sollte das Ergebnis über die Zeit bringen, das gelang nicht. Spielte eine Art Manndecker und stand den Dortmunder Mittelfeldspielern, insbesondere Reus, immer auf den Füßen. Ihm war es zu verdanken, dass der BVB-Kapitän in der ersten Halbzeit kaum in die Partie fand. Durch seine defensiven Aufgaben konnte der Youngster wenig im Spiel nach vorne bewirken. Leitete mit einer tollen Einzelleistung das 1:0 ein, Birki konnte seinen Schuss nicht festhalten. Auch sonst zeigte der Flügelflitzer eine auffällige Partie. Schlug vorne scharfe Flanken und probierte es selbst aus der zweiten Reihe, 62. Hinten überaus aufmerksam, klärte in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Sanko, 49. und kurz vor der Linie nach Hakimis Schuss, 79. kehrte nach überstandener Muskelverletzung direkt wieder in die Anfangsformation zurück. Forderte die BVB-Abwehr vor allem durch seine enorme Physis. Machte Bälle fest und bediente die Mitspieler mit Übersicht. Torgefahr strahlte der Angreifer allerdings keine aus. Er setzte Selke und sortierte sich auf dem linken Flügel ein. Musste besonders nach Toronerayas Platzverweis hinten aushelfen, nach vorne ging nichts. Der Kapitän schoss die Hertha nach wenigen Minuten in Front, 4.
profitierte dabei einerseits von Birkis dickem Bock, andererseits schaltete Kalou als einziger Spieler blitzschnell. Wie schon im Hinspiel schnürte der Ivora einen Doppelpack, 35. Nicht nur wegen seiner beiden Treffer ein absoluter Aktivposten in der Offensive. Kam für Kalou, Berlin hoffte auf seine Joker-Qualitäten. Stattdessen verlor der Routinier die Nerven, warf Birki einen Ball an den Kopf und sah für diese Tätigkeit folgerichtig die rote Karte, 90. Unnötig bitterer Abend für den in dieser Saison bislang souveränen Rückhalt. Ließ Mittelstädts Schuss nach vorne abprallen, 4. und sorgte so für den frühen Rückstand. Gegen Kalles eiskalten Elfmeter ohne Chance, 35. Hatte nur wenige Gelegenheiten, um sich auszuzeichnen und seinen Fehler wieder gut zu machen. Wolf hat seinen neuen Platz auf der rechten Abwehrseite gefunden und erhielt den Vorzug gegenüber Hakimi. Hatte in einigen Sprintduellen mit Mittelstädt das Nachsehen und konnte mehrere Flanken nicht verhindern. Offensiv mit dem ein oder anderen Flügellauf, Wolf mangelte es vor allem an der Präzision beim letzten Pass. Sorgte noch einmal für Schwung und mehr Tempo. Hatte wenige Sekunden nach seiner Einwechslung die Riesengelegenheit zur Führung, brachte den Ball aus 5 Metern aber nicht im Tor unter, 79. wirkte in den ersten Minuten durch Herthas Pressing verunsichert und nicht immer sattelfest. Brachte im Spielaufbau viele Pässe an den Mann. Hatte gerade in Duellen mit Selke einige Probleme und konnte nicht einmal die Hälfte seiner Zweikämpfe für sich entscheiden. Seine Rückkehr in die Startformation tat Dortmund gut. Lief zunächst einige Male hinterher und holte sich für ein taktisches Vergehen die gelbe Karte ab, 21. Seine Stärken im Stellungsspiel und der Zweikampfführung überwogen dennoch. Trat zudem als Torschütze zum 2:2 in Erscheinung, 47. hatte seine lieben Mühen mit Lazaros offensiven Ausflügen und sah gegen den Österreicher mehrmals nicht gut aus. Mischte dafür mehrmals in der Offensive mit und setzte zu einigen Dribblings durchs Zentrum an. Nach dem Seitenwechsel deutlich gefestigter. Zuletzt zweimal ohne Einsatz spülten die Dortmunder Verletzungssorgen Weigl in die Startelf. Konnte seine Passsicherheit im Spielaufbau kaum unter Beweis stellen, weil er immer einen Gegenspieler im Nacken hatte. Verursachte zudem noch den Handelfmeter, 35. Dortmunds Antreiber und bester Mann im Mittelfeld. Fing einen schwachen Pass im Mittelkreis ab und brachte den BVB durch seinen anschließenden Sololauf zurück in die Partie, 14. Kurbelte auch danach das Spiel an und warf sich physisch wie psychisch voll rein. Hatte Pech, dass sein Fernschuss an die Latte klatschte, 88. Reus fand 90 Minuten praktisch nicht statt. Der BVB-Kapitän war an wenigen Offensivaktionen beteiligt und konnte kaum Impulse sorgen. Dennoch zeigte er, dass man ihn in dieser Saison nie abschreiben darf. Verwertete Sanchos Hereingabe technisch stark und traf zum vielumjubelten 3:2 Siegtreffer, 90. fand in der ersten Halbzeit praktisch nicht statt und machte gegen Torunereia kaum einen Stich. Wechselte nach der Pause auf die linke Seite und sorgte dort mit einem flachen Abschluss ins kurze Eck für deutlich mehr Gefahr, 46. Bezeichnend für den glücklosen Auftritt seine Chance aus Minute 74, als er den Ball freistehend aus 6 Metern am Tor vorbeischob. Schirmte in Abwesenheit der verletzten Götze und Alcacer im Zentrum und prüfte Jahrstein mit 2 gefährlichen Schüssen aus 14 Metern, 13., 22. Strahlte in der ersten Halbzeit die meiste Torgefahr aus. Fiel dagegen nach der Pause deutlich ab und machte in der Schlussviertelstunde Platz für Guerrero. Wuselte viel, war überall auf dem Platz zu finden. Sein Anteil an der Aufholjagd war nicht unwesentlich, weil er Sanko vor dem 3:2 in Szene setzte. Seine gefährlichen Dribblings blieben in der ersten halben Stunde zunächst aus.
prüfte Jahrstein einmal aus Spitzenwinkel, 42. Direkt nach Wiederanpfiff bereitete Sanko den erneuten Ausgleich durch Sagadu vor, 47. Auch der Assist zum 3:2 ging auf das Konto des Engländers. Unter dem Strich ein ganz starker Auftritt des Youngsters. Kam quasi mit dem Schlusspfiff und jubelte nur noch mit den Teamkollegen.